Hallo, herzlich willkommen YouTube. Heute auf unserem Kanal. Heute gibt es mal was anderes außer dem Gameplay. Heute dreht sich alles um das Thema Real Life. Und ja, Real Life ist eigentlich ein bisschen falsch ausgedrückt, nein, eigentlich schon. Aber heute habe ich mal vor, euch mein Luftgewehr vorzustellen, das sogenannte Finder Power 800. Einige kennen es vielleicht schon von euch, ich werde es vielleicht auch noch ein Wallpaper in die Videobeschreibung unten rein posten. Habe ich natürlich aus dem Internet nicht selber gemacht. Und mein schöner Kollege, der das jetzt Ganze filmt hier, der mir zur Seite steht, versucht auch eins zu machen. So, ich habe mir jetzt ein paar Notizen aufgeschrieben, was ich drüber sagen kann über das Feinwerkbau Modell 800. Und dann würde ich sagen, machen wir doch das ist jetzt gleich mal auf, das ist der Koffer. Dann erzähle ich gleich mal was über den Lieferumfang, wie das Gewehr gekommen ist. Und ja, machen wir einfach mal auf. Zum Koffer selber ist, finde ich, ein bisschen schwammig, im Gegensatz zum Walter oder zum Anschütz. Die haben ein paar so Striche, Rille runter. Hier haben wir bloß hier so einen, der quer horizontal durchgeht. Gut, dem einen anderen gefällt es mir persönlich jetzt eher nicht so, aber ich meine, ist jetzt auch nicht so das große Ding, wenn jetzt der Koffer nicht passt. Ich meine, das Gewehr zählt ja und nicht das außerhalb. Genau, gibt es hier vier so Klappen, die machen wir jetzt mal auf. Ich habe, hier ist normal der Code drin. Genau, jetzt haben wir es aufgemacht. Und jetzt kommt der Trommelwirbel. Nee. So. Das ist das gute Stück. Jetzt sieht man zwar bloß die Hälfte. Es ist natürlich schon gebraucht. Also ungefähr ein Jahr habe ich es schon. Seit einem Jahr, genau. Und das Tuch ist von mir. Das bekommt er nicht im Lieferumfang mit. Das habe ich jetzt so als Pflege bisschen mit reingetan. So, natürlich ist einmal weg. So, dann seht ihr schon, das meiste ist eigentlich so ziemlich schwarz, grau, silber und schnell zur Kartusche. Hat 200 Bar Druckluft bzw. Pressluft drinnen. Seht ihr hier, 200 Bar. Und ja, der ist jetzt auf 140 ungefähr. Das sollte alle 10 Jahre gewechselt werden. So, dann würde ich sagen, bauen wir das jetzt mal schnell dran. Es geht hier rein. Und dann einfach festbringen. Es geht manchmal ein bisschen zäh. Dann, da hat es jetzt ein bisschen gefasst. So, und jetzt ist es dran. Genau. Und so sieht das Gewehr mit der guten Kartusche aus. Genau. So wäre es jetzt eigentlich schon schießbereit. Dann wechseln wir jetzt mal die Position, damit ihr auch mal mehr seht von dem Gerät. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, dann fangen wir mal einfach ein bisschen zum genaueren Erklären an. Und zwar fangen wir hinten am Hinterschaft an. Das ist der ganze Bereich, wird als Hinterschaft bezeichnet. Das ist die Schaftkappe. Ist hier so ein, ja, was ist der? Ich glaube, das ist fast Eisen. Geht hier runter und hier hoch ist auch so eine. Kann man aber. So, dann fangen wir jetzt mal zum genaueren Erklären an. Fangen wir hier hinten beim Hinterschaft an. Der ganze Bereich wird als Hinterschaft bezeichnet. Fangen wir mal am Ende an, beziehungsweise Anfang. Whatever. Hier hinten ist die Schaftkappe. Kann man hier höher verstellen, also hier hoch und runter. Für Leute, die etwas höher, größer gebaut sind oder ja, diverse andere, muss man alles sehen, wie es einem genau passt. Man sollte auf jeden Fall keine Schmerzen haben oder sich irgendwie ja, verrenkt fühlen. Das kann man eben verstellen. Das kann man runter. Hier ist die Schraube dafür. Kann man ganz einfach mit einem Imbusschlüssel runter, beziehungsweise hier hoch. Und das kann man auch von hier nach innen bzw. nach außen verstellen. Das zeige ich euch jetzt mal schnell. Jetzt zeige ich euch, wie ich das meine. Also wie man das hier entweder ran oder raus tun kann. Jetzt fange ich hier unten mal an. Macht man ganz einfach auf. Ich habe es jetzt nicht so fest zugedreht, weil sonst fällt
fällt mir das ganze Teil hier dann auf einmal runter. Wäre jetzt auch nicht ganz toll. Hier kann man es halt einstellen, das sind halt dann die feinen Einstellungen. Man kann es ja, dann kann man hier die Schraube raus tun und dann hier oben wieder rein, wie man das halt haben will. Dann hier wieder zu. Dann machen wir hier mal auf. Nicht, dass mir das Gewehr. Na, aber jetzt. Halb festgerostet, ne? So, hier kann man es eben nach oben, hoch oder runter verstellen. Wie man halt will. Hier ist man ganz oben. Ne? Machen wir es einfach mal so. Und drehen es mal ein bisschen fest. Hier seht ihr, hier gehen die Schrauben auf und ab. Hier. Jetzt kann man eben das da auch nach oben schieben. Ne? Man kann jetzt auch natürlich das da so oben haben, wenn jetzt Leute, die jetzt ja so Bodybuilder-mäßig und so, können wir die als einfach hier unten lassen. So, hier kann man, wenn man hier die Schraube einfach, ganz einfach löst, kann man hier das auch noch nach vorne und nach hinten biegen. So, jetzt machen wir weiter mit dem Hinterschaft. Ich habe jetzt euch vorher gerade erzählt, beziehungsweise gezeigt, wie man hier hinten die Schaftkappe einstellt. Jetzt noch ganz kurz nochmal zur Schaftkappe. Kann man hier hinten, hier ist eine schwarze Imbusschraube, wenn man die auch nochmal öffnet, kann man die auch so neigen. Also die Leute, die das gerne ein bisschen ja, in einem Winkel haben wollen, bitteschön. So, dann drehen wir hier mal wieder zu. Ebenfalls kann man hier noch mit einer Imbusschraube oben und einer unten das Ganze so ein bisschen schräg einstellen. Also auf jeden Fall kann man hier einstellen, dass man das hier oben zum Beispiel so ist oder das hier unten oder beziehungsweise einfach ein bisschen weiter nach links oder nach rechts gestellt ist. Aber es muss jeder für sich selber wissen, wie gesagt. Hier haben wir eine kleine Skala, genauso wie hier, aber dazu kommen wir gleich. Hier ist die Skala dazu da, eben wenn man hier diese Schraube lockert, habe ich jetzt gerade gemacht, kann man hier hinten, wenn man das auch noch aufmacht, eben die Schaftkappe in einem bestimmten Winkel machen. Genau, dann kommen wir eigentlich schon weiter zu der Schaftbacke, Schaftkappe, Schaftbacke. Die ist auf beiden Seiten abgewinkelt, auf beiden Seiten gleich abgewinkelt und hat hier oben eine Abrundung. Beide Seiten steht Feinwerkbau drauf. Zeige ich euch vielleicht auch noch gleich die andere Seite. Und hier sind ebenfalls zwei Schrauben vorhanden. Diese zwei Schrauben sind dazu da, wenn man die beiden auch ebenfalls lockert, kann man sie eben auch nach vorne und hinten verstellen. Hier ist so ein bestimmtes Oval, wo halt die Schraube drin Platz hat. Irgendwann ist es aus, so, so. Aber stelle ich das eben auch wieder gerade ein. So, hier seht ihr auch eine Skala. Die Skala ist dazu da eben, dass man die Schaftbacke eben nach oben oder nach unten verstellen kann. Hier ist so ein Dreher, einfach nach oben, nach unten, geht bis, das sind jeweils Zentimeterangaben. Also es geht bis 4,2, geht's rund, geht's hoch und dann ich habe immer 1,2 bzw. 1,1 da. Dann mache ich einfach wieder fest. Diese Schaftbacke kann man auch ein bisschen auf die andere Seite verlegen für die Linksschützen. Genau, hier kommen wir jetzt auch schon zu unserer zweiten bzw. dritten Skala, die sieht genauso wie die aus. Hier kann man, wenn man ein paar Schrauben lockert, bzw. jetzt zuerst mal bloß die zwei, kann man hier das ganze Teil auf und ab machen. Hier kann man das ganze Teil abbauen. Jetzt hat man hier so ein Gerät in der Hand. Und hier sieht das mal von unten. Hier, das ist die Schraube, wenn man sie lockern will, dass man, also wenn man die Schraube hier lockert und die hier oben sind auch noch zwei, also so sozusagen das Verbindungsstück, wenn man das Verbindungsstück zwischen Hinterschaft und Vorderschaft, wenn man den einfach die Schrauben hier löst, kann man das so drehen. Also beziehungsweise sieht es dann so aus oder so aus. Zeige ich euch jetzt nicht, weil man da ziemlich lange dran sitzt. Ist eine ziemliche Fummelarbeit. Und es
lassen wir jetzt mal lieber. Zeige ich euch vielleicht in einem anderen oder in einem weiteren Video. So, schauen wir es hier wieder so ein, dass hier das wieder gleich ist, weil hier auf der anderen Seite sind nämlich auch drei Striche. Und da sind auch drei. Die drei Striche, die sollten bei mir auf jeden Fall gleich sein. Gerade. Drehen wir mal wieder zu. Ich habe es für mich jetzt persönlich ein bisschen nach rechts gebeugt, weil mir das einfach ein bisschen mehr passt, als wenn es da so gerade ist. Da habe ich irgendwie, bin ich ein bisschen, ja, habe ich einen schlechten Stand. Kommen wir jetzt mal zum Griff. Der Griff ist im Lieferumfang, kann man den entweder in Größe S, M oder L benutzen und hat, ist normal aus normalem Buchenholz. So ist es ja jetzt schwarz, weil da ist ein extra Grip-Lack drauf. Das heißt, wenn man hier so drüber fährt, wenn man hier so mit der Hand drüber geht, sind ein paar so Rillen drin. Wenn man hier mit wenn man hier so, hört man uns vielleicht. Genau, also so ähnlich wie so eine Anti-Rutsch-Beschichtung, sowas. Der ist ebenfalls optimiert und dreidimensional verstellbar. Dreidimensional verstellbar, kennt ihr eh schon. Da muss man hier auf der anderen Seite eine Schraube lockern und dann kann man den ganzen Griff so einstellen, wie man ihn am besten braucht. Ich habe ihn einfach so gelassen, wie er gekommen ist. War eigentlich ganz okay. Hier, wenn man vielleicht mit der Kamera schnell hochgeht, beziehungsweise ich neige das jetzt einfach mal hier so, kann man hier sehen, dass hier ein bisschen Luft ist und dann geht es, kann man es halt auch weiter rüber setzen oder eben weiter vor. Ich habe es einfach so gelassen, wie es gekommen ist. Hat eigentlich gleich von Anfang gepasst. Gut, was machen wir als nächstes? Wir sagen den Diopter. Der Diopter ist meiner Ansicht nach ziemlich, ja, wie auch der Koffer, ein bisschen zu fett. Also ich meine, es ist voll so ein, ja, so ein Monsterteil. Ist unnötig, finde ich jetzt. Aber wenn man das jetzt so verbaut, dann kann man, wenn es so eine bestimmte Technik dabei ist, ich meine, es gibt auch andere Modelle, da ist es jetzt nicht so, ich sage jetzt, ich liebe das Wort schwammig, und es ist nicht so fett, also ist schon ein bisschen, ja, das Aussehen ist doch schon wichtig bei so einem Teil, und ja, also das Aussehen ist jetzt nicht so ganz der Burner, finde ich jetzt. Aber mal Schwamm drüber, hier kann man beim Diopter einstellen, links, rechts, oder bei hoch und tief. Ich brauche das eigentlich nicht erklären, weil die Leute wissen es eigentlich, aber ich mache jetzt noch einen Schnelldurchlauf und erkläre es euch. Links, rechts, hoch, tief braucht man, wenn man zum Beispiel den Schuss, man weiß es, dass man ihn genau in die Mitte gesetzt hat und es sind zum Beispiel 3, 4 Schuss, schießt man dann jetzt vor und die sind alle hoch. Dann dreht man die Rasten eben hoch. Also immer da, wo der Schuss hingeht und wo ein bisschen korrigiert werden muss, muss immer in der Richtung gedreht werden. Wenn jetzt 5 Schüsse auf einmal bei rechts sind, dreht man ein bisschen bei rechts. So. Okay, dann geht es jetzt weiter. Beim Diopter haben wir das schon besprochen. Dann kommen wir jetzt zu dieser sogenannten Vario-Visierung. So nennt Feinwerkbau ihre Visierung. Hier sind, wenn man genau hinsieht, ein paar Rasten. Hier sind 5 einstellbare Rasten, also beziehungsweise Höhen und Tiefen verstellbar. Ich kann es jetzt aufmachen und es so verschieben. Wenn wir schnell den mitgelieferten Immo-Schlüssel, zeige ich euch auch alles noch, das ganze Equipment, was dabei war. Mache ich einfach mal auf. Fail. So, und dann auch. Komm. So. Na, reicht noch nicht ganz. Genau, so. Stellen wir das zum Beispiel hier mal ganz runter. Das ist auch noch nicht ganz, mein Gott.
Nerv mich nicht, ey. So, jetzt haben wir es hier ganz oben. Und machen sie jetzt einfach mal zur Demonstration. Lassen wir das jetzt einfach mal oben. Und tun sie mehr runter. Zack. Und drehen hier wieder voll zu. Hallo? Drehst du jetzt zu? So. Auch. Gut. Hier oben kann man auch die Stelle vom Diopter einstellen. Man kann ihn jetzt auch noch nach vorne oder nach hinten schieben. Also je nachdem, wie man halt hier dann auf der Schaftbacke aufliegt. Gut, man kann ebenfalls auch hier das ganze Teil mit dem Diopter kann man auch nach vorne und hinten verstellen, eben durch diese Schiene hier. Die liegt hier auf diesen Teil drauf. Wenn man hier die jetzt lockert, kann man das ganze Teil jetzt nach vorne und nach hinten schieben. Machen wir das jetzt mal schnell, da wir ja Zeit haben. Ja, auf der anderen Seite ebenfalls. So. Ja. Genau, das war das, wo man die Schrauben ganz rausdrehen muss. Machen wir jetzt aber nicht. Auf jeden Fall wisst ihr jetzt, man kann das nach vorne oder nach hinten schieben. Also entweder ihr lässt es so, wie das jetzt so ist und stellt bloß den Diopter nach hinten oder ihr macht beides, wenn es euch nicht passt, einfach das vor oder das ganze Teil hier unten verschieben. Machen wir das mal kurz wieder fest. So. Und so. Gut, dann geht's weiter. Halte ich das mal hier mal so. Hier ist der Spannhebel, aber wir gehen jetzt erstmal zum Abzug selber. Der Abzug hat hier vorne eine geriffelte Fläche, wo der Finger drauf kommt. Geht, habe ich jetzt ganz eher so mittelmäßig eingestellt, sogar ein bisschen schwerer. Ihr kennt ja sicher den Druckpunkt, den man hat, also so ganz leicht hinter und dann braucht man so bestimmte Anzahl, braucht man eine gewisse Kraft, die man dann braucht, um das Ding dann nach hinten zu tun. Braucht man eine gewisse Kraft, muss man eine gewisse Kraft auf den Kabel nehmen. Also 3, 2, 1, nochmal. Genau, da braucht man eine gewisse Kraft, das da nach hinten zu bewegen. Genau. Dann kann man hier aber einstellen, dass man das, wie leicht bzw. wie schwer man den nach hinten drücken kann. Das geht hier zum einen durch dieses Rad da und zum anderen durch das Rad auf der anderen Seite. Hier. Und ihr seht ja auch die Feder oben. Wenn ich hier zum Beispiel drehe, wird die Feder wieder größer. Das heißt, es geht ein bisschen schwerer. Und ich tue es jetzt einfach wieder zurück, dann geht es ein bisschen leichter. Also da muss, wie gesagt, jeder selber wissen, was er damit anfängt. Hier vorne kann man auch die Feder verstellen. Hier wird der Druckpunkt nach vorne oder nach hinten verschoben. Also entweder man braucht nicht mehr viel drauf und es kommt schon der Druckpunkt, oder man will, dass der Druckpunkt erst viel später kommt, also kann man ruhig mal ein bisschen so machen und dann zack erst. Ich stelle es wieder so ein bisschen so ein, glaube ich, so hatte ich es. Genau, man kann den Abzug auch auf die andere Seite verlegen, wer jetzt ein bisschen längere Finger hat, öffnet hier einfach hier diesen Kreuzschlitz und verlegt einfach hier das ganze Teil darüber. Gut, dann gehen wir mal weiter zum Spannhebel. Jetzt muss man das hier zuheben. Rechts runter. Man kann den Spannhebel, ich habe ihn jetzt auf der rechten Seite, man kann ihn aber auch an die linke Seite tun. Er kommt schon so auf der rechten Seite und ich habe ihn jetzt auch da gelassen, weil es so passt. Zum Laden zeige ich euch auch schnell. Ich meine, schießen werden wir jetzt mit dem hier noch nicht.
Hab zwar bald einen eigenen Stand herin, aber dauert noch ein bisschen. Einfach so hinter mit dem Spannhebel. Zuerst bis ganz hinter, bis es nicht mehr geht. Da kommt mal ein kleiner Druck, bis es nicht mehr geht. Kommt hier vorne der Diablo rein. Ganz normale mal ziehen, wie sonst auch immer. Und dann einfach hier wieder zu machen. Was das Schöne am Feinwerkbau ist, beziehungsweise an den etwas neueren, was heißt neueren, bei den alten Geräten ist es jetzt noch nicht da, ist dieser, Trockenübungspunkt, beziehungsweise Trockenübungssimulation oder so. Und zwar, das ist dieser Hebel hier. Den kann man hier nach vorne und nach hinten verstellen. Wenn man nach vorne verstellt, wenn man ihn nach hinten verstellt, ist hier so ein roter Punkt da. Das sieht man hier so. Wenn der rote Punkt zu sehen ist und man schießt und es ist die Kartusche drin, es ist noch keine Munition drin, dann kommt ja ein Luftstoß einfach raus. Also ganz normaler Schuss, bloß ohne Munition. Wenn man aber hier nach vorne geht, kann man Trockenübungen machen. Das heißt, wenn man seinen Stand braucht, wenn man seinen Stand ja, einschießen will, beziehungsweise einfach mal schauen, ja, wie sieht's aus heute, treffe ich was, würde ich was treffen, einfach Trockenübung, einfach auf das rote Ding drauf zu machen und einfach mal den da abdrücken. So, jetzt hat man einen Knacksen gehört. Das ist aber, wenn man mit der Kartusche drin ist, also ich habe die jetzt drin, das heißt, jetzt zeige ich euch mal schnell, wie der Schussabgang genau ist. Also wenn man normal ist, bei einem Wettkampf, aber ohne Magazin. Also einfach dann den Sicherheitsding nach hinten, Sicherheitshebel und den Spannhebel, wie gesagt, ganz hinter, bis es nicht mehr geht. Munition rein, zumachen und dann gibt es einen kleinen Knall. Ja, hier hat es ein bisschen Gehalt. Das Zimmer ist ein bisschen... Ja, ist etwas größer, deswegen halt es ganz leicht. Aber man kann einen Spannhebel, wie gesagt, auf der Seite lassen oder auf die andere Seite rüber. Geht eigentlich ohne größere Probleme, hier einfach die zwei Schrauben öffnen und da drüben an, das auch darüber. Geht eigentlich ganz leicht von eigener Hand. Tue ich das mal hoch, damit ich hier weiter erzählen kann. Das ist das sogenannte Druckminderer Prinzip. Moment, ich weiß jetzt den Ausdruck auch nicht mehr genau. Ich schaue schnell meinen Zettel nach. Ja, Feinwerkbau schreibt innovatives Druckminderer Prinzip mit optimiertem Regelverhalten für einen noch ruhigeren Schussabgang. Also hier wird der Druck gemindert, dass einfach, wenn man schießt, dass das Gewehr dann nicht irgendwie nach oben verzieht. Bei den älteren Gewehren ist es so. Wenn man abdrückt, dann zieht das Gewehr ein bisschen oben, halt eben der gewisse Rückstoß. Und so wird der Rückstoß eben vermindert, also der Druck. Genau. Machen wir wieder zu. Drücken wir auf das um. Drücken schön ab. Genau. Dann ist er jetzt gesichert. Also ich kann jetzt auch nicht viel dazu sagen, kenne ich mich jetzt auch nicht genau aus mit dem Druckminderungsprinzip. Entschuldigung. Hier steht halt drauf, Read Manual before you use LG Mod 800. Das heißt, man sollte zuerst mal die Bedienungsanleitung durchlesen. Hier steht Kaliber 4,5-77. Erkläre ich auch nochmal später über die genauen Statistiken von dem Gerät hier. Hier ist, glaube ich, die Seriennummer. Um an das Innere zu kommen, tut man einfach hier die 1, 2, 3, 4 Schrauben und hier hinten auch einfach öffnen und baut einfach das Zeug auseinander. Ich mache es jetzt nicht, weil sonst brauchen wir hier ein bisschen lange dann. Dann kommen wir hier weiter. Das ist die Handauflage. Ist auch schwenkbar. Kann man einstellen, dass man das schwenken kann, dass man das auch nach vorne stellen kann. Hier ist so eine Schiene. Da rollt es dann vor und hinter. Es sind auch zwei Schrauben drin. Man kann jetzt die Schraube dahin tun. Es bleibt jedem selbst überlassen. Aber jetzt würde ich sagen, dass wir hier mal wieder was
umstellen. Machen wir einfach mal auf. Dann zeige ich es euch. Das ist auch eigentlich ein bisschen eine Fuselarbeit hier. Hier kann man es vorne hinter. Es gibt hier zwei Schienen. Hier vorne ist es ein bisschen niedriger als hier. Hier ist es ein bisschen höher. Das heißt, ich kann jetzt hier nicht umspringen nach unten. Hier weiter geht's. Dann kann ich jetzt weiter nicht umspringen. Ich tue da einfach das hier raus. Das da. Und einfach dann unten nochmal ranheften. Einfach mal hier vorne rein. Ich lasse es jetzt so. Wenn man jetzt die Schrauben noch mehr locker hat, nee, oder? Geht schon. Kann man das Ding hier so schwenken. Also man sieht es jetzt hier vielleicht. Da sind zwei so Schaufeln drin. Zwei so Walzen. Die, na, sagen wir. Genau. Auf jeden Fall kann man das halt nach vorne und hinten schwenken. Ist jetzt hier ein gerader Fell. Man muss halt einfach die Schrauben noch weit öffnen. Mache ich jetzt mal schnell. Zack. Genau. Fällt mir alles schon entgegen. Hier die ganze Kacke. Nee. Aber so, seht ihr, kann man so schwenken. Man braucht es mal nicht, weil ich glaube, ihr habt alle eine gesunde Hand. Deswegen machen wir jetzt einfach hier jetzt einfach die Mitte. Da muss man jetzt eigentlich nach Augenmaß arbeiten. So. Und schrauben das hier wieder fest. Gut. Dann gehen wir weiter. Dann sind wir jetzt eigentlich mit dem Teil fertig. Was ich am Feinwerk baue, was mir auffällt, ist auf jeden Fall dieses Gestänge hier. Sieht sehr elegant aus, sehr hochwertig im Gegensatz zu anderen Holz, also rein aus Holz gearbeiteten Luftgewehr, also wo halt Holzverschalung draußen ist. Finde ich jetzt nicht so geil. Ich hatte vorher einen Anschütz 2002 oder 2001er, war alles aus Holz. Wollte einfach mal ein bisschen weg vom Holz und wollte mal ein bisschen hier ins Alu-Geschäft einsteigen. Ja, genau, also Alu fühlt sich schon an, eigentlich an wie Leichtmetall. Ja, dann schauen wir hier vor, hier stehen nur 800 drauf. Also wirklich in Punkt Aussehen haben sie, finde ich, wirklich alles übertroffen, was bisher auf dem Markt ist. Kommen wir jetzt dann nach vorne, dann noch zum Korn. Da vorne ist das Kimmel im Diopter. Da ist das Kimmel drin und hier ist das Korn. Da vorne haben wir einen, beziehungsweise genau das gleiche hier wie hier vorne, und zwar die Vario-Visierung. Wenn man hier vorne jetzt zum Beispiel die letzte Raste eingestellt hat, dann sollte man, gebe ich euch einen Tipp, hier genau die gleiche Einstellung haben, das heißt die Schraube einfach darunter. Also das Ganze komplett jetzt wieder hoch. Also jetzt in unserem Fall, man sollte aber auf jeden Fall schauen, dass die Rastenanzahl bei euch hier hinten gleich sind und hier vorne auch. Nicht, dass ihr hier vorne auf vierte Rast eingestellt habt und ihr hier auf drei, dann bringt es so gut wie gar nichts. Also ich gebe euch einen Tipp, wenn ihr wirklich ein Gewehr habt, das diese Vario-Visierung auch hat. Ich glaube, das hat das LG 700er, also der Vorgänger von dem, hatte das auch, bloß waren gezackt. Und so hier haben wir die fünf Kreise. Gut, dann war es jetzt von dem schönen Gewehr. Zum Lieferumfang ist dieses Zeug dabei. Das ist das Feinwerkbau Technik-Koffer, sage ich jetzt mal. Hier sind zwei so Polster drin. Ja, der Imbusschlüssel ist hier auch drin. Man hat hier drei Größen von dem Imbusschlüssel. Und einen Schlitzschraubenzieher. Zack. Es ist der größere Imbusschlüssel. Braucht man hier für die etwas größeren Schrauben. Dann ist es der kleinere. Und hier am Boden habe ich dann noch den mittleren. Der ist hier. Genau. Das habe ich bis heute noch nicht rausgefunden, was das bedeutet. Ui, fällt mir alles schon entgegen hier. Hier wird rein. Wenn mir das vielleicht jemand sagen könnte, wäre ich euch sehr dankbar, weil ich habe keine Ahnung, was das Zeug ist. Also, wie gesagt,
wenn ihr es wisst, bitte sagt es mir, schreibt es in die Kommentare oder weiß gerade was oder per PM, wie ihr wollt. Gut, auf jeden Fall habe ich jetzt euch gerade hier das gezeigt. Also das ist der Aufsatz, den man braucht, um die Kartusche, tut man hier ein, und braucht dann eine Gasflasche, eben eine, wenn es geht, eine, die 200 Bar hat, direkt, weil dann braucht man nicht aufpassen, dass man hier nicht zu viel reintut oder dass ich die rausschießt oder weiß gerade was. Gut, dann sage ich noch kurz was über den Lieferumfang. Also ich habe vorher mit euch schon mal über den Griff geredet. Der ist lieferbar in Griffgröße SML. Also ich habe den jetzt in M. Der ist Mittel. S ist halt Small und L ist Large, wie man halt das von den Kleidergrößen ungefähr kennt. Der Altersnachweis ist erforderlich, ist auch klar. Und man kann es nur in der Farbe schwarz bekommen. Bei der verbauten Technik wurden keine Kompromisse eingegangen. Hochwertige Materialien, verbunden mit dem Know-how mehrerer Generationen, schaffen optimale Voraussetzungen für die nächste Generation von Pressluftgewehren. Ein innovatives Druckminderer-Prinzip mit einem optimierten Regelverhalten sorgt für einen noch ruhigeren Schussabgang. Durch Verwendung hochpräziser Abzugskomponenten und einer verbesserten Abschlagstechnologie weist das Modell 800 eine extrem geringe Schussentwicklungszeit auf. Besonders hervorzuheben sind beim Modell 800 die vielfältigen Einstellmöglichkeiten, wie zum Beispiel der Hinterschaft. Dieser ist doppelt schränkbar und darüber hinaus höhenverstellbar, sogar trennbar. Und das ohne Beeinträchtigung der eingestellten Visierlinie. Der Umbau des Schaftes von rechts auf links ist ohne großen Aufwand möglich. Die Schaftbacke verfügt über zwei Anlageradien, spitzwinklig und abgerundet, und kann um 180 Grad gedreht werden. Somit kann der Schütze den für ihn angenehmen Anlagewinkel selbst bestimmen. Darüber hinaus ist die Schaftbacke neigbar, schwenkbar sowie Höhen- und Längen verstellbar. Der Spannhebel am Modell 800 ist in der Grundstellung frei um 360 Grad positionierbar und nach innen und außen schwenkbar. Bei der Auflagevariante des Modell 800 sind Schaftbacke, Formgriff und Auflageleiste aus Nussbaumholz gefertigt. Durch die Montage einer Schaftverlängerung und eines Adapters für Pressluftbehälter kann der Schaft des Modells 800 aufgelegt um ca. 10 cm verlängert werden. So kann die Auflagewaffe noch besser an die Anforderungen der Schützen angepasst werden. So, dann kommen wir noch zu ein paar technischen Daten von dem FWB 800. Zum Gesamtgewicht, dies ist 4,9 Kilo. Die Gesamtlänge geht von 1065 mm bis 1185 mm. Das sind 1,06 bis 1,18 Meter. Visierlänge sind 610 bis 950 mm und die Schaftlänge 865 bis 920 mm. Abzugsgewicht geht entweder von 30 bis 90 Gramm oder von 60 bis 150 Gramm. Und der Preis ist jetzt circa bei 2300 Euro. Es gibt natürlich auch ein paar mehr Anbieter, also jetzt vom Internet her, die geben das erst ab 2500 raus. Da schaut ihr einfach ein bisschen, dass ihr jetzt eher das Billigere bekommt. Oder einfach mal beim Sportgewehren Verkäufer in eurer Nähe einfach mal nachfragen, nachschauen, vielleicht hat er es ja auch da. Und dann war es das jetzt eigentlich. Ich poste euch dann auch noch einen Link über die ganze Statistik, wo jetzt die ganzen Feinwerkbauwaffen drin sind und was halt da bei dem einen besser ist und was bei dem anderen zum Beispiel schlecht ist, und dass ihr das dann alles nochmal genau ansehen könnt, nicht dass ich euch da irgendwie einen Schmarrn erzähle. Dann verabschiede ich mich und sag hey ho, gut Schuss und bis zum nächsten Mal.